Hallo und willkommen zu meinem zweiten Classic Talk, in welchem es allerdings nur bedingt um World of Warcraft Vanilla geht. Ich habe mir in dieser Episode unseren Mitgildengründer Nico, aka Flickret, der Trollmagier, sowie unseren Gildenoffizier und Midraid-Leiter namens Flo, aka Ceralex, welcher ein Undead-Magier spielt, eingeladen. Wir spekulieren heute über die am Freitag, den 1. November stattfindende BlizzCon und gehen von WoW Classic bis zu einem geleakten Diablo 4 alle bis jetzt bekannten Themen durch. Schreibt uns doch unbedingt mal in die Kommentare, was ihr von diesem Format haltet, da es vor allem etwas länger geworden ist, und lasst uns, wenn es euch gefällt, super gerne einen Daumen und vielleicht da sogar ein Abo da. Herzlich willkommen, Leute. Cool, dass ihr jetzt bei unserem allerersten Podcast mitmacht, oder besser gesagt bei unserem allerersten Classic Talk, wo ihr vielleicht mehr, also ein paar mehr Stimmen als meine hört. Wenn ich euch gerade einfach so offen vorstellen darf, der gute Flickret oder auch Nico, den ihr vielleicht schon aus einigen Videos von mir oder beziehungsweise aus seinem Livestream kennt. Vielleicht willst du dich mal kurz noch vorstellen, Nico. Jo, auch ein Servus von mir. Ich bin der Nico, wie gesagt. Ich bin mit Manu Gildenleitung von der Mana Crew auf Dragon's Call. Wir haben uns, sage ich mal, sozusagen zusammengeschlossen. Ich mache die Streaming-Geschichte, er macht die YouTube-Geschichte. Und ja. Genau, tipptopp. Flo, beziehungsweise ich sag auch mal so ein, zwei Sätze über dich. Flo, besser gesagt Ceralex, der Dritte heute im Bunde, ist bei uns Offizier und zugleich auch noch Gildenleiter. Vielleicht willst du auch, nicht Gildenleiter, sondern Raidleiter, entschuldige. Vielleicht willst du auch gleich noch ein, zwei Sätze über dich sagen. Ja, natürlich. Auch von meiner Seite aus natürlich. Schönen guten Abend. Was Manu ja gerade schon gesagt hat, ich bin einer der Offiziere und einer der Raidleiter der Mana Crew, bin generell schon alteingesessen in WoW und kenne jetzt Nico und Manu in dem Fall hauptsächlich über das Skillenprojekt, aber klar, man lernt immer neue Leute kennen, dementsprechend freue ich mich hier zu sein. Ja, also wie gesagt, sehr cool, dass ihr beide heute Zeit habt. Das wird wahrscheinlich nicht der letzte, ich nenne es mal Classic Talk oder auch Podcast oder ja, wie wir es dann noch immer am Schluss schimpfen wollen. Und heute wollten wir uns mal die kommende BlizzCon, die jetzt am Freitag, das müsste der 1.11. dann sein, stattfindet. Und wir wollen einfach mal so ein bisschen spekulieren und uns gegenseitig ein bisschen austauschen, was so der andere denkt, was auf dieser Messe stattfindet. Hauptsächlich natürlich so ein Thema Classic, aber wir wollen auch mal so in die anderen Spiele reinschauen. Wir starten einfach mal, wie gerade eben schon erwähnt, einfach mal mit Classic. Was meint ihr denn, was auf jeden Fall auf der BlizzCon announced wird? Also ich glaube, allzu viel wird es nicht sein, aber so ein, zwei Sachen denke ich schon, dass kommen. Könnt einfach mal reinhauen, wenn ihr wollt. Mehr grundlegend von meiner Sicht aus auch der eher das Gefühl, dass es nicht allzu viel sein wird. Klar, vielleicht noch so ein bisschen Hinweise, wo soll die Reise wirklich hingehen. Machen sie es unabhängig von der aktuellen WoW-Zeitlinie, sprich von wegen Burning Crusade und die weiterfolgenden Add-ons, ist so mein erster Gedanke in dem Fall. Wobei ich auch da von der eigenen Einschätzung eher sagen muss, es wird wahrscheinlich, wenn, im schlimmsten Fall bei Classic bleiben. Vielleicht packen sie noch mal ein bisschen Arbeit rein mit ein paar Änderungen, vielleicht ein bisschen was aus BC oder so zu übernehmen. Aber allzu viel, glaube ich, wird es erstmal nicht werden, da ja auch aktuell natürlich noch die Phasen implementiert werden müssen. Es würde aber auch eigentlich aus meiner Sicht, oder wenn ich jetzt mal so aus der Sicht von Blizzard denken würde, wenig Sinn machen, Burning Crusade wieder mit zu implementieren. Klar, hatte auch viele Vorteile, viele Neuerungen, war auch ziemlich geiles Add-on natürlich, aber du rollst dann alles nochmal von neu auf und dann kannst du das Retail-WoW eigentlich auch gleich in die Tonne drücken, auf gut Deutsch gesagt. Aber meinst du, dass wir auf dieser BlizzCon schon wirklich, ich nenne es mal Stichpunkte oder so ein paar Hinweise auf wirklich vielleicht so eine Art Classic Plus, also so wie du schon meintest, mit einer anderen Zeitlinie oder vielleicht sogar wirklich zu The Burning Crusade bekommen? Also meinst du, die gehen wirklich auf dieser BlizzCon schon so weit? Es ist wahrscheinlich was sehr früh. Wie eben gesagt, die Phasen sind noch nicht mal wirklich draußen. WoW Classic ist jetzt im zweiten Release-Monat oder hat jetzt den zweiten Monat nach Release hinter sich. Eher nein.
Wie gesagt, vielleicht wenn nur irgendwie kurz angerissen, aber so, dass nicht wirklich drauf eingegangen wird, dass man vielleicht sagt, ja, man hat schon Pläne für nach, also wenn die Phasen alle implementiert sind, sprich Naxxramas, Ankirai, alles da ist und das so seine Zeit hinter sich hat. Wenn, würde ich es aber wahrscheinlich eher auf, wenn aufs nächste Jahr natürlich setzen. So jetzt rein aus der chronologischen Sicht, sage ich mal. Ja, bevor ich gleich noch nach deiner Meinung frage, Nico, ich glaube auch, dass sie auf jeden Fall Phase 2 announcen, dass sie halt auf jeden Fall sagen, wann ist der feste Termin für die Phase 2, wie sie ja schon so halbwegs bekannt gegeben haben, haben sie ja gesagt, dass Phase 2 eigentlich auf jeden Fall noch in diesem Jahr kommt, wo ich so mit Anfang Dezember, Ende Dezember vielleicht irgendwie hin tendiere. Und ich glaube auch, dass sie vielleicht sogar noch Phase 3 fix machen, sodass die Leute irgendwie einen Anhaltspunkt haben. Classic Plus oder TBC bekannt geben, glaube ich auch, dass es noch zu früh ist. Aber auf die zwei Punkte würde ich dann gern gleich noch zu sprechen kommen. Was ist denn deine Meinung, Nico? Ja, also definitiv werden wir nicht viel über Classic Plus oder Burning Crusade oder sowas. Das sind ja bis jetzt aktuell wirklich nur Sachen, von denen die Presse gesprochen hat. Oder natürlich YouTube, die Content Creator. Da gab es ja noch nicht mal ansatzweise irgendwas von Blizzard zu hören. Ich meine, klar, wir können froh sein, dass wir jetzt mal Classic bekommen haben. Wie es weitergeht und ob das dann überhaupt noch relevant sein wird, glaube ich, weiß Blizzard selbst noch nicht, wie sie da weiterverfahren. Es wird sich jetzt in den nächsten Monaten zeigen, wie sich Classic hält. Wenn sich Classic halten wird, dann werden sie definitiv auch an Burning Crusade, sage ich mal, arbeiten. Allzu viel arbeiten müssen sie ja nicht mehr. Die haben ja die ganzen Dateien noch vorhanden. Ja, wobei so, vielleicht halt auch wieder irgendwie so ein bisschen dann der andere Patch stand. Ich glaube jetzt auch schon, dass sie hier in Classic mehr Arbeit reingesteckt haben, als wir denken. Das natürlich schon. Ich bin eigentlich genau der anderer Meinung. Natürlich, es war da wirklich ein Status zu finden, wo ich, sag mal, auch der uralteingesessene Classic-Fanate mit leben kann, mit jetzt 1.13, glaube ich, heißt es jetzt, was wir aktuell daddeln. Aber ja, wenn sich das jetzt über das nächste Jahr oder über die nächsten eineinhalb, zwei Jahre oder ja, sagen wir mal eineinhalb Jahre hält, dann sage ich mal, wird sich Blizzard auch mal ein halbes Jahr oder vielleicht sogar ein Jahr doch dafür Zeit nehmen, dann auch Burning Crusade zu implementieren. Classic Plus ist ein schönes Gerücht. Ich finde es aber absolut unrealistisch. Ich hätte jetzt fast Quatsch gesagt. Du? Ja, definitiv. Die werden also meiner Meinung nach nicht an der nicht nur die Spiele, wir haben Bücher, wir haben inzwischen ein ganzes Universum über, weiß ich nicht, wann war WC1? Über 20 Jahre, 20 Jahre vielleicht schon her, wo alles aufgebaut worden ist. Allein die Bücher beschreiben eine Heidenstory und da jetzt irgendwie dazwischen zu munkeln, ich meine, ihr habt es gesehen, was passiert mit Warlord of Draenor, wenn man irgendwie Zeitreisen oder andere Zeitlinie mit implementiert. Es wäre natürlich möglich, allein von der vom Story-Technischen her, mit bronzene Drachenschwarm und verschiedene Zeitlinien, alles Mögliche, aber dann hätte man das auch mit Classic definitiv anfangen müssen. Weil wieso, weshalb, warum, wenn jetzt Burning Crusade rauskommt, ja, aber was, sollte man da was anders machen. Aber auch da natürlich nochmal die Überlegung, wenn du jetzt anfängst, nur wegen dem Release von WoW Classic, The Burning Crusade neu auszurollen, dann schreien sie irgendwann alle wieder nach WoLTK und dann zieht sich dieser Rattenschwanz so weiter. Wie gesagt, ja, aber es ist doch ein gutes Nebengeschäft. Ja, aber du bist du hast zweimal dann dasselbe. Das eine halt mit direkt vervollständigten Patchnotes, wo sie nicht noch Sachen nachträglich einfügen müssen oder fixen müssen, wie in eigentlich fast jedem Add-on, wenn es sobald's rauskommt, was auch das Scaling und alles angeht. Dann hast du irgendwann zwei gleiche Sachen auf demselben Stand, was so parallel neben sich herläuft.
Ja gut, da denkst du zu weit in die Zukunft. Ich weiß nicht, wie lange WoW im Großen und Ganzen noch leben wird. Also nochmal 10 Jahre gönne ich, würde ich vielleicht noch sagen, auch noch gönnen, um Gottes Willen. Aber recht viel weiter wird das nicht mehr dann gehen. Dann ist das Spiel, was haben wir jetzt, 15 plus 10, 25 Jahre alt. Irgendwann ist auch da mal durch, weil dann kommen, wie gesagt, klar, nostalgisch, die Grafik und alles mögliche, was wir haben. Ich liebe dieses Spiel, aber irgendwann ist da auch mal der Dampf raus, wenn du dann umloggst, mal irgendwas anders Grafiken vom anderen Stern, dann doch eher ein WoW 2. Ich rein den, oder was ganz den. Anderes. Ein Overwatch-MMO. Ein ja. Diablo, gut, Diablo 4. Was wird Diablo 4? Da reden wir ja später auch noch drüber. Aber irgendwas anderes. Was haben wir noch für IPs? Eigentlich nichts mehr. Der Rest ist Hearthstone und HOTS. Ich wollte gerade sagen. Aber meint ihr? Eventuell eher was in Richtung Overwatch oder vielleicht so ganz neue ID. Wobei, das glaube ich auch nicht mehr. Aber meinst du wirklich, dass die WoW Retail, also in Anführungsstrichen halt abbrechen? Also nicht abbrechen, sondern dass sie das Spiel irgendwann auslaufen lassen? Es soll ja jetzt, wo wir dann gleich auch dann gleich nochmal zu dem nächsten Punkt kommen, das wäre jetzt auf meiner Liste die nächste WoW-Expansion. Ich würde nur noch gern einmal gar nicht diesen Schritt so weit gehen, sondern noch einmal kurz so über Classic Plus oder vielleicht noch kurz von Flo die Meinung mir einholen oder einfach mir, oder besser gesagt, mal hinterfragen, was du darüber denkst, Flo. Was meinst du über Classic Plus? Hättest du lieber Classic Plus oder The Burning Crusade? Gut, das muss man natürlich auch wieder so ein bisschen mit der nostalgischen Seite betrachten. Vor allen Dingen, weil ich selber damals mit The Burning Crusade angefangen habe. Ich hätte auf jeden Fall Bock wieder auf ein ganz frisches Burning Crusade, sprich nochmal von neuem alles für den Black Temple wieder zu tun und auch natürlich Illidan nochmal das Fürchten zu lernen. Ja, und allein Karazhan. Ja, Karazhan natürlich auch, wobei mich reizt Classic Plus irgendwie schon sowas völlig anderes in die Richtung, weil klar, heutzutage Burning Crusade ist auch in die Jahre gekommen und wenn du Black Temple nochmal gehen willst, klar, du hast die Time Walking Dungeons, du kannst natürlich selber mit dem 120er reingehen und alles passt eigentlich One-Hit, je nachdem natürlich, wie auch da dein Gear ist. Deswegen, also ich würde eher zu Classic Plus tendieren, einfach was komplett Neues auszuprobieren. Einfach mal zu sehen, was hätte WoW denn noch werden können, wenn man jetzt von allen anderen Add-ons absieht. Ich finde. Ja, aber da, wie gesagt, es wird ein Plus, glaube ich nicht. Entweder gibt es ein WoW 2 oder es wird Burning Crusade weitergemacht oder es wird nach Nax eingestampft. Weil okay, aber deine Meinung, wirklich keiner mehr spielt. Aber deine Meinung ist es ja, entschuldige, wenn ich da gerade so reinkretsch, aber deine Meinung ist es ja dann wirklich, weil sie sich damit ja lore-technisch auch voll ins eigene Fleisch schneiden würden, weil du ja sagst, jetzt haben sie schon so viele Bücher rausgebracht etc. und auf einmal würden sie ein Classic Plus, also ich finde, sie müssten ja eigentlich ein Classic Plus machen, weil wenn sie jetzt TBC etc. und das, die komplette Reihe wieder von vorne starten, das wäre doch irgendwie auch so ein kleines Eigen- oder so ein kleines Eingeständnis. Ja, aber wieso haben sie dann Classic in Erdbeeren? Es ist dasselbe in Grün. Nur ein bisschen angepasst. Also. Ja gut, der Hintergedanke allgemein natürlich irgendwie auch natürlich irgendwie den einbrechenden Spielerzahlen nochmal entgegenzuwirken, weil klar, es gibt viele oder über lange Jahre vielen, die natürlich nach Classic geschrien haben. Natürlich auch die ganzen Privatserver, wenn man an Nostalrius und andere denkt, die auch wirklich, wirklich groß waren in dem Fall. Das ist natürlich so ein Kernpunkt. Aber es ist schwierig irgendwie zu sehen, weil vielleicht haben sie sich auch gedacht, Mensch, wenn wir jetzt nochmal die Chance bekommen, Classic rauszuhauen, vielleicht jetzt auf dem Hinblick vielleicht auf WoW 2, also auf ein ganz neues, auf eine ganz neue Fortführung dieses Spiels, dass man sich gedacht hat, so könnte man vielleicht auch nochmal komplett neu starten, wenn man die Reaktion der Leute abwartet in dem Fall. Weil das mit dem neuen Add-on wieder alles zu implementieren, ja, wir wissen ja, wie die letzten Add-ons teilweise so angekommen sind. Klar, es wurde immer noch viel gespielt, aber es gab erst immer mehr Frust, als es dann doch im Endeffekt Begeisterung gab, die sich dann auch erst aufgebaut hat, als die Leute es final gesehen haben, den Content. Ja, aber es wird drei Optionen geben. Entweder die machen ein komplettes neues WoW,
also WoW 2. Sie führen Classic TBC, WoTLK, so wie es ist, weiter durch. Und für alles andere, was storytechnisch neu dazu kommt, ist einfach noch Retail da. Also was heißt drei Optionen? Das sind die drei Sachen, die definitiv und auch aus Sicht von Blizzard, denke ich, wenn man da ein bisschen wirtschaftlich sieht, so wird es sein. Wenn für komplett neuen Content ist aktuell noch Retail da. Wenn das irgendwann mal gar nicht mehr zieht, wird die Überlegung sein, ob sie eine komplett neue ID in Sachen MMORPG machen oder ein WoW 2, also eins von beiden in der Sache. Und Classic bleibt Classic. Es wird Classic TBC, Classic Lich King, Classic, ja, was kam danach? Also Cataclysm. Und da weiß ich nicht, wenn es sowieso in 6 Jahren, keine Ahnung, also weiß ich nicht, glaube ich nicht. Also ich könnte mir ein Classic Plus tatsächlich gut vorstellen, weil es halt doch einfach in WoW Vanilla noch relativ viele Orte gibt, die einfach noch verwendbar sind, siehe irgendwie Mount Hyjal oder unten, wo auch Zul'Farak ist. Tanaris unten. In Tanaris unten ist doch auch noch dieses Uldum oder dieses, genau, also es. Also da du ja seit Lich King nicht mehr gespielt hast, hast du gerade wirklich fast alles aufgezählt, was dann nach mit implementiert worden ist. Ja, genau. Absolut. Und Mount Hyjal kam ja auch mit TBC etc. Das weiß ich schon, aber ich meine nur, dass du halt jetzt in dieser Classic-Version trotzdem noch Sachen drin hast, wo man auch in Classic schon mit reinnehmen könnte. Oder vielleicht bringen sie dann irgendwie trotzdem noch, vielleicht bauen sie ja dann die Talentbäume doch nochmal anders aus. Ich sag nicht, dass ich mir das wünsche, aber ich glaube, dass wir momentan in einem Standpunkt sind, wo Blizzard abwartet und sich, glaube ich, super viele Karten offen hält. Aber also ich könnte mir wirklich auch ein Classic Plus vorstellen. Ja, aber das wird sich nicht rechnen. Da muss ein Entwicklerteam einstellen, das neben demselben Entwicklerteam oder neben einem gleichwertigen Entwicklerteam eine neue Expansion erstellt. Das heißt, du hast praktisch zwei Teams in voller Größe, die dann Expansions erstellen, wo du nicht weißt, wie es weitergeht und wo vielleicht entweder eine komplett neue ID, eine neue Auflage von WoW sinnvoll wäre, ein anderer Zeitpunkt in der Geschichte, weiß ich nicht, vor 10.000 Jahren, der erste Krieg oder sowas, dass man damit einsteigt in veränderter Grafik, so wie die ihre, klar, vielleicht nicht so krass, aber so wie die ihre Dinger machen da. Ihre Videos zu allen Games. Also meinst du Render-Trailer in dem Fall? Ja, natürlich nicht auf dem Stand, aber ich weiß nicht. WoW in demselben Stil mit Grafik und mit Auflösung, sag ich mal, von, wie heißt das, Australia Online. Also relativ doch hochwertige, so hoch natürlich die Server auch zulassen. Also das sind immer solche Geschichten. Also das, wenn, dann könnte ich mir sowas sagen, wir greifen jetzt einen total komplett anderen Zeitraum in der Geschichte, in der bestehenden Geschichte. Wie gesagt, Krieg der Ahnen vor 10.000 Jahren vielleicht mit den mit dem Mahlstrom, wo dann die Kontinente auseinanderdriften, wo das erste Mal dann auch der Burning Crusade am Start ist, also brennende Kreuzzug. Aber alles andere macht keinen Sinn. Es wird ich glaube nicht daran, dass es in irgendeiner Form ein Classic Plus mit ungefährer selber Reihenfolge, nur mit komplett anderen Content und anderen Zeitlinien geben. Das glaube ich nicht. Ja, spannend auf jeden Fall. Wir können ja das Thema einfach mal so abschließend lassen. Also ich nur, oder besser gesagt, um nochmal so einen Strich drunter zu ziehen, um auf die BlizzCon einzugehen. Was glaubt ihr dann, dass auf der BlizzCon im Thema zu WoW Classic announced wird? Maximal P2 und wenn alles gut läuft P3, aber sonst wird da nicht viel kommen. Ja, eigentlich auch eher nur die Phasen, dass dazu was gesagt wird. Vielleicht ändert sich da was, vielleicht haben sie es was früher hingekriegt. Also mehr erwarte ich jetzt zu Classic WoW wirklich auf der BlizzCon eigentlich nicht. Also es wird mich überraschen, aber wir müssen es halt auch natürlich in dem Sinne natürlich abwarten. Nee, wie gesagt, Infos werden wir mit Sicherheit bekommen, P1, P2, und wenn wir Riesenglück haben, kriegen wir... P2, P3 meinst du? Sag ich doch. Was habe ich gesagt? P1, P2. Ja, also P2, P3. Wenn wir Riesenglück
komplette Auflistung der Daten für alle Phasen, meinst du? Für alle Phasen, die dann noch kommen, was wirtschaftlich gesehen auch nicht blöd wäre, weil dann könnten nicht nur Blizzard, sondern auch die Leute damit planen, wann wieder die großen Peaks sein wird. Ankirai zum Beispiel wird definitiv nochmal ein fetter Peak von allen Abonnements werden. Nicht nur, weil alle Leute dabei sein wollen und alles sehen wollen, sondern ja, was für das für Neue ist, und das ist auch was Einzigartiges in so einer MMORPG-Welt. Ich meine, gut, in EVE wird es wahrscheinlich noch gewaltiger abgehen, aber das ist wieder was anderes. Ja, okay. ja, klar, schon. Ja. Wobei, da sagst du es jetzt gerade mit dem Peak auch, es wird ja, ist ja zum Beispiel, es passt für mich in meine Situation sehr, sehr gut. Ich war damals beim originalen Öffnen von Ankirai überhaupt nicht da, also was natürlich Ingame jetzt angeht in dem Fall. Deswegen auch für mich natürlich ein Highlight in dem Fall, und da wird auch natürlich direkt geguckt, wann kann ich mir je nachdem Zeit dafür freischaufen, um definitiv dabei zu sein. Oder wann brauche ich AOK-Urlaub? Was? Genau. Ja, cool. Dann schließen wir mal das Thema Classic oder TBC oder was Blizzard auf der BlizzCon über das Thema Classic sagen wird oder will oder so, unsere Spekulationen damit mal ab. Ich würde gerne zum nächsten Punkt weitergehen. Das wäre für mich auf der Liste die neue WoW-Expansion. Es gab jetzt ja schon einige, ich nenne es mal so kleinere Leaks, oder jetzt der aktuelle Patch bringt ja vom Data Mining auch irgendwie schon alles so in Richtung Bolvar und wieder Richtung Lich King. Und habt ihr da schon ein paar Infos? Habt ihr euch Leaks mal durchgelesen? Ja, ich wollte gerade sagen, Data Mining war es nicht. Es waren einfach Leaks, und ich muss auch definitiv sagen, so im letzten Leak von Bolvar ist für mich zwar gut gemacht, aber weiterhin fake. Da hat sich irgendwie ein schönes Model ausgesucht, was in die Richtung geht, und hat dann Arthas seinen Kopf irgendwie mit drauf geklatscht. Meinst du? Ja, also. Das wird auch irgendwie ehrlich offiziell von der Store-Seite von Blizzard kommen soll. Meinst du, dass es kommen fake sollen? Ja. Ja. Okay. Also, aber deutet nicht auch alles, Entschuldigung, ich gerade nochmal ins Wort falle, aber deutet nicht auch alles irgendwie, dass jetzt die verbündeten Völker auch Todesritter werden können, irgendwie schon super viel darauf hin, dass es ja in die Richtung gehen wird? Die ganze Expansion geht um den Tod. Shadowlands, wie sie ja heißen soll, und der alte Gott, und weiß nicht, ich habe mir mal da den uralten Reddit-Leak daraus gelesen, von wegen, wir müssen alle sterben und kommen dann da runter und werden da unten wiedergeboren. Also ungefähr sowas, wie wir in, war das Legion hatten, mit Helia oder wie sie hieß. Ach ja. Wir so durch ein Tor gegangen sind, dann bist du irgendwie gestorben oder aber auch nicht, und warst dann im Tal der Toten. Nordische Mythologie, und jetzt wird es halt wieder ein bisschen Lovecraftian, also mehr Cthulhu und Cthun und wie sie alle heißen, alte Götter halt. Alte Götter, mhm. Flo, was meinst du? Wie gesagt, ich habe mir selber auch mal die Leaks angeguckt, auch das alte Reddit-Ding mal durchgelesen. Klar, es deutet wirklich viel darauf hin, vor allen Dingen jetzt, was Shadowlands angeht, sprich das Ende quasi Azeroth, und dass man neu geboren wird in dem Fall. Es ist wie mit allem, was, finde ich, Data Mining und auch natürlich diesen angeblichen Leaks oder auch dann irgendwann zugegebenen Leaks ist, es wird da immer viel Trubel drum gemacht, deswegen von meiner Seite auch sehr, sehr schwierig. Es spricht wirklich viel dafür, und ich fände es persönlich auch nicht schlecht in dem Fall. Aber ich glaube, Blizzard hat, wenn es wirklich natürlich unabsichtlich war, hat Blizzard ja einiges natürlich dann schon vorweggenommen in dem Fall. Unabsichtlich, ja. Unabsichtlich natürlich. Was ich mir vielleicht aber auch vorstellen kann, was wahrscheinlich eher, also was eher unwahrscheinlicher ist als die andere Theorie, ist, dass es sogar darauf anlegen quasi, dass die Leute durch solche Dinge natürlich spekulieren, und dann hauen sie am Ende was ganz anderes wieder raus. Also es ist immer sehr, sehr schwierig und mit Vorsicht zu beurteilen. Natürlich, hinterfragen geht alles, aber ich würde auf das alles nicht immer zu viel geben, in dem Sinne. Das nicht, aber ich glaube, dass genau so ein Add-on an der richtigen Zeit wäre, weil jeder mag doch irgendwie für den Lich King, und ich glaube, wenn die das Ganze irgendwie in diese Richtung wieder drücken würden,
glaube ich, dass super viele Leute da wieder reinschauen würden, weil WOTLK war einfach ein absolut beliebtes Add-on und jeder kann sich irgendwie noch so ein bisschen mit dem Lich King assoziieren oder zumindest die Zeit, weil sehr viele da gespielt haben. Da war ja der Peak von World of Warcraft. Es gab die meisten Spieler zur Lich King-Zeit, außer ich vertue mich da gerade, aber ich meine, dass dort am allermeisten Spieler so um die 13 Millionen gleichzeitig WoW gespielt haben. Zu um die Kante rum ist das, was meine Erinnerung noch angeht, auch natürlich bei mir und klar, wie du sagst, selber sagst, jeder kann was mit dem Lich King anfangen, es war eine unheimlich geile Expansion, auch wenn man aus Warcraft 3 die Person Arthas und seine Wandlung als Lich King immer noch im Hinterkopf behalten hat und auch ja, definitiv in diese Richtung zu gehen, wird mir selber wahrscheinlich auch sehr, sehr gut gefallen, einfach weil es mit The Burning Crusade für mich die beiden besten Add-ons waren, die Blizzard je rausgehauen hat, in was WoW-Content angeht. Und also ich würde mich persönlich einfach unheimlich drüber freuen. Und klar, man kann viele Leute, die im Hinterkopf haben, ach, die ganze Geschichte ist ja noch nicht zu Ende, nur weil Bolvar oben auf dem Thron jetzt sitzt, in dem Fall, weil viel mehr weiß man ja nicht. Er hat die Rolle des Lich Kings übernommen. Aber was er jetzt in dem Gesamtkonzept für eine Rolle, für eine Wirkung wieder in das Spiel bringen kann, glaube ich, kann Blizzard, wenn sie es natürlich gut umsetzen, wieder einen unheimlichen großen Schritt machen und auch wieder die Begeisterung wecken, weil man eben wieder was völlig, also einen Charakter wieder völlig neu aufbauen kann, den in anderes, also ganz anders darstellen kann und auch natürlich den Hintergrund was erläutern, sowas. Also es ist eine unheimliche Chance für Blizzard auch, wenn man damit gehen würde. Es wird ja doch dann auch irgendwie spekuliert, dass das Maximallevel wieder Level 60 wird und so weiter, also so ein paar. Ja, die Level-Einstampfung. Ja, genau, so ein paar Relationen oder Anspielungen Richtung Classic zurück, soll es ja dann auch wieder geben, was ja irgendwie aber auch alle Spekulationen sind bis jetzt. Ja, ich glaube, es wäre gar nicht so sinnlos, diese Level-Einstampfung zu machen und die Gebiete quasi vom Levelbereich nochmal zu überarbeiten. Da gab es natürlich auch wieder Spekulationen von wegen 0 bis 20 für Classic, bis 30 dann Burning Crusade und so weiter. Ja, es geht nicht ganz auf die Rechnung. Nein. In dem ich wollte auch gerade sogar selber sagen, es ist jetzt einfach so diese Spekulation in dem Fall, auch wenn es jetzt nicht aufgehen würde, aber so in etwa ist es ja gemeint worden in dem Leak oder vermeintlichen Leak, dass es so sein könnte. Und wenn man sich jetzt das wieder mit, finde ich, auch mit ein bisschen mit Classic wieder reinsetzt, es bringt irgendwie auch wieder neue Dynamik, als immer wieder nur 10 Level zu machen und dann zu sagen, ja, gut ist wieder für das Add-on. Es würde für mich eine neue Dynamik wieder ins Spiel bringen auch, weil es auch wieder wesentlich härter wäre, je nachdem zu leveln in dem Fall. Weil das kann man ja mit so einer Level-Einstampfung auf jeden Fall erreichen, dass man den Schwierigkeitsgrad wieder ein bisschen anzieht, dass die Leute, klar, man sagt immer so schön Retail verwöhnt, man kriegt alles hinterhergeschmissen, dass die Leute auch einfach wieder mal ein bisschen mehr tun. Und ich glaube, das wird einigen sehr, sehr gut gefallen. Ja, kann ich mir auch auf jeden Fall vorstellen. Wenn du noch irgendwas sagen willst, Nico, zur nächsten WoW-Expansion, sonst würde ich einfach direkt mal mit dem nächsten Punkt weitermachen. Naja, alles gut. Passt? Okay, also jetzt haben wir irgendwie das Classic-Thema so ein bisschen abgehakt, die nächste WoW-Expansion. Was ich auf jeden Fall noch mir vorstellen kann oder sogar relativ sicher bin, ist, dass es ein Datum für Warcraft 3 Reforged gibt. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie am Freitag, also zur BlizzCon, einfach direkt sagen, ab heute startet die Beta. Wie ist so euer Gedanke zu Warcraft 3 Reforged? Fände ich überragend, direkt das Release-Datum natürlich zu erfahren oder zumindest für eine Beta-Version. Selber sehr, sehr viel Zeit da mit dem Spiel verbracht, auch natürlich mit Kollegen immer wieder und grundlegend freue ich mich sehr, also über die Remastered-Version. Ich habe auch natürlich schon die Bilder dazu gesehen, was man halt natürlich schon erfahren konnte. Für mich sieht es
unheimlich gut aus, was sie draus gemacht haben, hat aber irgendwie immer noch den alten Charme, finde ich. Wobei sich da ja wirklich viele, da wurde ja auch so Ingame-Aufnahmen geleakt, und viele habe ich gehört, dass die sich beschweren, dass es für sie nicht gut genug aussieht. Und es gab mal so einen StarCraft 2 Mod, also da, wo sie es nachgebaut haben, dass der irgendwie besser aussah. Ich habe es jetzt auch nicht bestätigen können, aber ich bin halt auch nicht so ein Grafik-Nazi in Anführungsstrichen. Also wisst ihr, wie ich meine? Ja, das ist klar, man ist von der heutigen Spielzeit, was die Grafik alles hergibt, sei es mit, über Shader, über die Bewegung und Animation von Dingen wie Gras, Bäume, alles klar, Spiele heutzutage sehen phänomenal aus, muss man natürlich so dazu sagen. Und es gibt immer wieder Fortschritte. Und es wird auch immer wieder die Leute geben, die danach schreien, es muss alles, was remastered wird oder was wieder neu aufgegriffen wird, sofort auf den neuesten Stand dieser Bildtechnik quasi. Aber das, was mir dabei quasi immer wieder verloren geht, wenn wirklich Entwickler darauf eingehen und sich das anhören und das dem auch annehmen, ist einfach natürlich einerseits so ein bisschen nostalgische Ader geht verloren. Und dann könnten sie auch einen ganz neuen Teil für mich machen, wenn wirklich alle immer danach schreien, ich will, dass die Grafik so und so gut sein muss und dieses hier passt mir nicht und das passt mir nicht mehr, weil es vielleicht nicht mehr zeitgemäß ist in dem Fall. Also für mich muss es nicht die neueste Stand der Grafik sein beim Remastered. Es sieht, weil man muss auch da wieder bedenken, wie alt Warcraft 3 generell ist, finde ich. Ja, aber wieso dann nicht das Original? Das ist mein Gegenargument für alle, die erstmal sagen, ja, es muss nicht so gut ausschauen mit dem Stand der heutigen Grafik. Wieso spielst du da nicht das Original? Ich meine, ich habe es hier drin, ich könnte es mir zwar nicht installieren, weil ich kein CD-Laufwerk mehr habe, ist aber eine andere Sache. Und deswegen werde ich definitiv höchstens mal in irgendeinem YouTube-Video in dieses Spiel reinschauen. Ich habe es ausführlich gezockt. Ich habe es, glaube ich, wenn überhaupt einmal... Gab es online? Keine Ahnung, ich weiß es gar nicht mehr. Ja, Logo. Ich habe die Story ungefähr 100 Mal durchgespielt, von vorn bis hinten, aber dann reicht's auch irgendwann. Ich meine, nee, klar. Was du gerade übersiehst, sind die ganzen Fun-Maps. Da gibt's doch eine riesige Community, die irgendwie nur Footy spielen. Oder du musst überlegen, Dota 1 entstand nur aus, oder das war damals ein Warcraft 3 Mod. Ja, aber so, die spielen aktuell in Overwatch, spielen sie mal Party. Ja, okay, aber nee, also ich glaube, das wird, also darauf habe ich schon auch mal wieder Bock, für so eine Runde Footy Wars oder sowas oder Tower Defense einzuloggen. Nur mal so eine halbe Stunde Brain AFK ein bisschen quatschen. Ist das nicht mehr online unterstützt, Original? Doch, schon noch, ja klar. Ja, jetzt kannst du mit deinem Totschlagargument kommen und sagen, mach's halt jetzt schon, so ungefähr. Aber ich glaube halt auch einfach. Andere Spiele, ich spiele jetzt auch noch Dark Souls, das Original und nicht das Remaster. Weil ich mir nicht nochmal 50 Euro für dasselbe Spiel aus der Tasche ziehen lasse. Ja, gebe also, ich dir recht. Da sind es vielleicht jetzt nur 30 Euro und ja, das Spiel ist geil, Hype. Gut, ich spiele jetzt auch wieder Klassik, aber da wurde nichts geändert an der Grafik. aber klar, weiß ich nicht. Ja, aber minimal. Man, früher also, haben wir auf, die Option einfach. Ja, früher haben wir auf Kartoffeln gespielt und jetzt haben wir Computer. Nee, aber ich war zwar auch gehypt, wo ich es gehört habe, aber wo ich dann weiter drüber nach. Mein Gott, das ist dasselbe Spiel, schaut besser aus, es schaut nicht so gut aus, wie es hätte ausschauen können heutzutage. Weiß ich nicht, ihr habt mit Sicherheit schon die Videos gesehen von den Hammer-Grafikdesignern da, die, oder sind das Grafikdesigner, keine Ahnung, die in der Unreal Engine. Ja, das meinte ich vorhin. Ja. Nachgebaut haben, also wenn in die Richtung, weißt du? In diesem Fast-Realismus, wie man, weiß ich nicht. Ich meine, klar, du kannst es nicht realistisch getreu nachbilden, das wird nie funktionieren. Aber was du mit der Unreal Engine alles machen kannst, und da gibt es mit Sicherheit noch andere. Schau das neue COD jetzt an, das was rausgekommen ist. Ich weiß nicht, auf welcher Engine das ist, aber wenn du da mal wirklich eine aktuelle High-End-Engine da wirklich so ein Spiel nicht nur reforged, remastered oder wie es alles heißt, sondern komplett neu aufsetzt, was Grafik angeht und wirklich einfach nur die grundlegenden Spielelemente beibehältst, das müsste doch heute mal drin sein.
so eine 0815 aufgemodeltes Ding da. Ich verstehe, was du meinst. Ich verstehe, was du meinst, ja. Okay. Aber lass uns mal nochmal so bei dem Thema BlizzCon und Warcraft 3 Reforged bleiben. Was sind so deine Gedanken? Meinst du, wir kriegen dort schon Datum zum Release oder sogar eine sofort startende Beta? Also ich kann mir wirklich vorstellen, dass sie sagen, Leute, Warcraft 3 Reforged, ab jetzt, heute startet die Open Beta. Was meinst du? Ja, das ist möglich. Aber gut, das ist Blizzard. Sie werden von dem Fiasko letztes Jahr und jetzt mit den Hearthstone Hongkong Dudes da müssen sie was liefern. Also wie gesagt, wenn ich nochmal zurückgreife, wenn sie sich, glaube ich, mal wieder ein bisschen besser stellen wollen, dann lassen sie das Datum für die Phasen in Classic da. Sie hauen Warcraft Reforged von mir aus gleich Beta-Zugang mit Release-Datum raus. Und ja, gut. Geht dann ja eh noch weiter mit Diablo 4 und so. Ja, Spaß. Genau. Ist auch gerade eine ganz gute Überleitung. Flo, wolltest du noch was sagen zu Warcraft 3 Reforged? Sonst würde ich direkt mal zum nächsten Punkt einfach kommen. Ich würde mich dem eigentlich anschließen, dass sie haben jetzt die Chance, sich wieder in ein besseres Licht zu rücken. Ich halte es für sehr wahrscheinlich, dass sie es ankündigen werden. Nicht unbedingt direkt mit einem Beta-Zugang. Klar, aber möglich ist alles. Daher. Alles klar. Dann schauen wir gleich mal weiter zu Diablo 4, wo du es ja auch gerade so kurz angesprochen hast, Nico, und gesagt hast, mit dem Fiasko von letztem Jahr, da meintest du ja sicherlich Diablo Immortal, nehme ich mal stark an. Lasst uns auch, mal, bevor wir über den Diablo 4, über den Leak oder über unsere Erwartungen sprechen, lasst uns mal ein, zwei Sätze noch über Diablo Immortal sprechen. Don't you guys have phones? Genau. Was ist denn eure Meinung zu Diablo Immortal? Freut ihr euch oder wie ist ja die komplett allgemeine Meinung von euch? Also ich werde es mir in dem Sinne definitiv holen, aber nur so lange, bis ich an die Paywall komme. Ich habe sonst, ich mache das gerne auch mit Handys für zwischendrin. Jetzt letztens erst mit Mario Kart fürs Handy. Und je nachdem, ich denke, Mario Kart kann man sehr weit spielen, ohne dass man eine Paywall kommt. Und wenn das mit Diablo Immortal oder wie es dann auch immer, oder Diablo Mobile, sage ich mal, genauso sein sollte, dass ich relativ gut spielen kann. Und je nachdem, wie gut das Spiel dann auch ist. Ich meine, es gibt von, wie heißen die anderen bösen Tester? Wie heißt dieses Elder Scrolls Online, Elder Scrolls Mobile oder was auch immer? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja. Es ist im Prinzip das Gleiche. Du spielst da ein Skyrim oder sowas mit, bis du dann wirklich an eine Paywall kommst. Und ja, Mikrotransaktionen, also so wird es bei Immortal auch sein. Ich meine, das ist das, was in China boomt und von daher verstehe ich auch, warum Blizzard in die Richtung entwickelt, weil es einfach ein paar Milliarden Menschen sind, die diesen, vielleicht nicht alle, aber von den paar Milliarden eben einige verdammt viele, die dann das Ganze auch spielen und auch dafür zahlen werden. Ja, riesiger Markt, wenn nicht sogar der größte Handymarkt. Sobald dann irgendwie eine Paywall kommt oder irgendwas kommt, hey, du musst jetzt 4 Tage warten. Bist du raus? Weiß ich nicht. Ja, gut, wobei. Mein Gott, wir haben aktuell auch so eine Art mit unseren Arkanitbahnen oder Mondstoff-CDs. Aber ich meine, da geht kein Geld dran verloren. Nee. Wenn da sowas kommt, entweder. Das ist Timesync. Oder, ja, das ist Timesync. Aber wenn dann sowas Ähnliches ist, wo du sagst, hey, du hast jetzt den und den CD auf irgendeiner legendären Waffe, du einmal alle 24 Stunden benutzen, außer du zahlst mir 25 Splitter und 74 Kristalle, die du für 800 € in meinem Shop erwerben kannst. Spätestens da heißt es dann auch wieder herzlichen Glückwunsch und deinstalliert. Ja. Flo, wie ist deine Meinung zu Diablo Immortal? Persönlich, ich spiele sehr, sehr gerne übers Handy auch. Natürlich, wenn man unterwegs ist, gerade ein bisschen Downtime hat in dem Fall. Oder am Klo. Oder das, richtig. Wortwörtlich Downtime. Ja, ne? Es ist schwierig. Ich mag Diablo eigentlich sehr, sehr gerne. Ich werde es mir, bevor ich entscheide, ob ich es mir hole,
erstmal angucken, also richtig angucken in dem Fall. Das mit der Paywall, ja gut, ich sag mal so, von Handyspielen mittlerweile kennt man es ja nicht mehr anders oder kaum noch zumindest. Und es ist, wie Nico sagte oder auch du sagtest, klar, der asiatische Markt, vor allem chinesische Markt, boomt, was diese Gaming-Branche angeht, und für mich ist es eigentlich auch nur darauf abgezielt. Klar, sie haben für den europäischen Markt und den Rest ziemlich damit ins Klo gegriffen, aber es wird ein Mega-Erfolg allein aufgrund des asiatischen Marktes. Und für mich ist es auch einzig und allein dafür konzipiert worden, genau weil es halt so beliebt ist in dieser Region der Erde. Könnte ja auch dann vielleicht jetzt ein Grund sein, warum man, ihr müsst euch überlegen, wir haben seit der letzten BlizzCon kein Wort mehr über dieses Spiel gehört, gar nichts. Und ich könnte ebenfalls wetten, dass sie auf dieser BlizzCon so ganz nebenbei einfach sagen werden, okay, ab heute ist Diablo Immortal released und ihr könnt es runterladen. Also das werden sie super beiläufig machen. Vermutlich ist es in China schon released, wir wissen es noch nicht. Ja, kann auch sein, kann natürlich auch sein. Okay. Wobei aber man hätte wahrscheinlich von gehört, oder? Vermutlich ja. Aber lasst uns mal dann von dem Diablo Immortal, also von dem Smartphone-Spiel zu dem wirklichen Diablo 4, ja, ich nenne es einfach mal Leak, weil es war ja wirklich ein Leak. Man hat ja im deutschen Magazin der GameStar, war es ja, glaube ich, oder korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Nee, es ist die GameStar. In dem kommenden Artikel wurde ja da schon so ein Artwork, nicht Artwork, im Artbook war das, glaube ich, so eine Werbung geschalten, wo von Diablo 1, Diablo 2, Diablo 3 und Diablo 4 die Rede war. Das bedeutet, dass du ja, wenn du jeden Teil aufzählst, die anderen Teile, also irgendwie ein Schreibfehler oder so einen typischen Typo oder wie man es dann noch immer umgangssprachlich im Journalismus nennt, eigentlich ausschließt. Oder was meint ihr dazu? Ihr habt ja auch vielleicht von dem Leak mitbekommen. Wie ist so eure Meinung? Ich bin immer noch der Meinung, dass es letztes. Das hat man ja auch. Jetzt warst du gerade ganz kurz weg, Nico, entschuldige. Fangen wir mal kurz von vorne an. Ich bin der Meinung, dass es letztes Jahr auch schon fertig war und kurz vorher nochmal zurückgerudert worden ist. Gab es ja auch schon auf Reddit genug darüber zu lesen. Also, und von daher wird das, ja, es ist jetzt einfach fertig. Also, es wird auch kommen, definitiv. Also, dass sich da verschrieben worden ist oder sowas. Nein, das ist Quatsch, weil ich habe auch natürlich ein paar Videos und Reaktionen auf den Leak mal angeguckt, wo dann auch spekuliert wurde, vielleicht meint man ja meinen sie mit Diablo 4 Immortals, für mich völliger Schwachsinn, wenn Diablo 1, 2, 3 und Immortals gemeint wäre, hätten sie auch Immortals hingeschrieben, je nachdem. Klar, also für mich ist es eigentlich eindeutig. Entweder ist es fertig oder fast fertig, aber da ist es quasi. Nur ist die Frage, in welcher Stufe der Entwicklung. Und also es deutet ja eigentlich eher schon darauf hin, dass es kurz vor der Fertigstellung steht oder schon fertig ist eigentlich. Sonst hätte man die Art nicht angepackt. Das würde ich jetzt aber komplett anders sehen. Also ich glaube, dass Diablo 4 noch mindestens 1,5 Jahre braucht bis zur Beta. Also ich glaube, das sehen wir frühestens Ende 2020. Was sie für Seasons machen sollen in Diablo 3. Das wird ja immer furioser. Also ganz ehrlich, aber lass uns nicht böse. Lass uns mal das Thema gerade mal nicht zu Diablo 3 hinschwenken, sondern kurz mal wirklich bei Diablo 4 bleiben. Auch wenn du das gerade nur als Beispiel setzen wolltest. Aber ich bin mir natürlich wie ihr zu 100% auch sicher, dass Diablo 4 kommt. Dieser Leak, ob der jetzt vielleicht sogar vom Blizzard beabsichtigt war, ich weiß es tatsächlich auch nicht. Aber nach dem Debakel von letzten Jahr kommt dieses Jahr zu 100% ein riesiges Event zu Diablo 4. Hoppala. Sieht man ja auch irgendwie in dem in diesem Timetable, dass irgendwie noch Slots reserviert sind für wo bis jetzt nur ein Fragezeichen gesetzt ist. Was stellt ihr euch vor? Was ist denn Diablo 4? Für euch, also hat das MMO-Elemente oder was stellt ihr euch unter einem Diablo 4 vor? Vielleicht kurz mal bei Flo angefangen? Schwierig, wirklich schwierig zu beantworten. Klar, beschäftigt habe ich mich auch natürlich damit, nicht nur im Vorfeld hier auf den Classic Talk, sondern auch generell, wie kann denn Diablo überhaupt weitergehen? Weil klar, ich muss einen kurzen Schwenk machen, wenn man sich die Historie von Diablo anguckt, ist vom Prinzip natürlich das reine Spielgefühl ist und bleibt dasselbe.
klar, man hat von 2 auf 3 andere Klassen, also Klassen weggelassen, je nachdem auch. Die Grafik wurde erneuert, aber es ist vom Spielprinzip dasselbe geworden oder dasselbe geblieben. Und für mich persönlich ist es ein zweischneidiges Schwert. Ich fände es geil, wenn es so bleibt, weil Diablo, so wie es grundlegend war und ist, ist es einfach für mich geil. Ich würde mir aber dennoch irgendwie, ich fände es schade oder eine sehr, sehr blöd vertane Chance, wenn man sagt, okay, neue Grafik, vielleicht 1 oder 2 Charaktere mehr, wir überarbeiten ein bisschen die Fertigkeiten und das war's im Großen und Ganzen. Weil dann könnte man auch wieder eine neue Expansion an Diablo 3 anhängen, theoretisch. Also es ist, aber ich finde es schwierig. Diablo 2 war eine Expansion, wenn du so willst. Diablo 3 war eine Expansion zur Story. Ja. Also, und Diablo 4 wird genauso. Irgendwo habe ich ganz Konfuses gelesen, dass Diablo doch nicht der Böse ist. Die Engel sind die Bösen und jetzt schließen wir uns mit Diablo zusammen und keine Ahnung. Und dann hauen wir die Engel auf den Sack. Aber ja, wenn es wirklich... Diablo 3 rückwärts rumgespielt quasi. So ungefähr, ja, so ungefähr. Weil hier mit Tyrael, oder, der ist ja, so hieß er. Mhm. Mhm. Alter, ich war am zweiten Tag Level 60 und ich weiß es nicht mehr. Ja, dass du krass durchgezogen bist, weiß ich noch. Der wurde ja dann von den anderen irgendwie, so ging ja Diablo 3 los, dass sie ihm die Flügel genommen haben. Er hat sich selbst die Flügel genommen. Ja, irgendwie sowas natürlich. Entschuldigung für die Korrektur, aber... Gottes Willen, in Diablo, in der Story bin ich nicht so... Habe ich durch die 500 Millionen Rifts irgendwie auch mal vergessen. Nee, aber wie gesagt, dass Diablo der Gute eigentlich ist und warum auch immer und wir versuchen ihn wieder das Leben zu wecken und kämpfen dann gegen die Engel und das Himmelsreich, bei dir ja doch die Bösen, die Bösen an der ganzen Sache sind und keine Ahnung, also irgendwie ziemlich verquerter Ansatz. Aber ja, sonst vom so wie es ich jetzt wiedergegeben habe, ja, wie es da hat sich das schon etwas plausibler angehört. Aber Diablo 4, also Diablo bleibt Diablo, wenn die das nicht anderes machen als Top-Down und so ein Hack and Slay, dann wird es auch kein Diablo sein. Sonst wird es eine komplett, wird's, weiß ich nicht, nicht Diablo Immortal, sondern Diablo. Ja, also da bin ich. Entschuldige, Flo. Okay, ja, ich wollte nur kurz was zu sagen. Klar, Diablo muss Diablo bleiben, so was Top-Down-Perspektive angeht und alles andere, weil es führt sie einfach sofort, es ist der Stil davon. Aber irgendein Twist fände ich halt dann schon doch reizvoll, als weil, wie du sagst, nach 500 Rifts hat's Miss Hearn auch so weich gespült, dass ich das und das nicht mehr weiß. Und das ist auch irgendwie mit den Seasons so, mit dem Irrsinn, dass man da nichts und auch nichts mehr einfällt und sowas. Es ist halt, wie gesagt, es muss dieses Diablo-Feeling bleiben, aber man kann doch trotzdem irgendwas Neueres erwarten, weißt du? Und das heißt nicht mit so einer verquirlten Story, wie, von wem auch immer sie aufgestellt wurde, weißt du? Also ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass ein Diablo 4, habt ihr schon mal von dem koreanischen MMO namens Lost Ark was gehört? Grundlegend, ja. Genau, also Lost Ark ist genau auch so Vogelperspektive von oben, nur mit einer offenen Welt und auch mit diversen Klassen, aber mit so einem mit so einem Holy Trinity System, also Tank, DDs und Heiler, aber trotzdem mit einer offenen Welt und mit Raids, aber wie gesagt, diese Vogelperspektive bleibt und Lost Ark ist aber rein koreanisch. Mittlerweile gibt es, glaube ich, einen russischen Client, wenn ich mich nicht irre. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Diablo 4 in diese Richtung geht. Also Hack and Slay, ja, aber trotzdem mit so kleineren MMO-Elementen. Zum Beispiel, das meinte ich ja mit einfach irgendwie was Neues mit reinbringen, weil du hast ja auch, da muss ich auch jetzt wieder auf Diablo 3 zurückkommen, du hast ja auch für die Greater Rifts und High Greater Rifts so eine
ähnliche Verteilung, jetzt nicht dieses klassische Tank-Heiler DD. Klar, du hast dann einen Monk, der supporten kann mit den Auren und sowas alles und irgendwie die Gruppe so ein bisschen am Leben hält natürlich mit, aber das einfach auszubauen wäre natürlich ein Schritt, den man machen könnte, weil man hat's ja quasi schon mehr oder weniger, wobei eher weniger in Diablo 3, was die Rollenverteilung angeht. Wenn man es einfach ausbaut, das wäre ja halt was ich meinte mit einer Neuerung. Klar, man könnte natürlich auch, was ich mir jetzt noch wünschen würde, muss ich einfach mit reingeben, ist eine Änderung der Talentverteilung, weil dieses du kriegst halt bis zum Max-Level, kriegst du deine ganzen Fertigkeiten freigespielt und danach hast du wie heißen die Punkte, die Level oder was du machst? Paragon. Die Paragon-Punkte und sowas. Und das bringt für mich keine Dynamik mehr ins Spiel, weil Paragon lässt sich farmen bis ins Unendliche und da hast ein paar Sachen da fände ich ein anderes System halt besser mit dabei. Das wäre halt, wie gesagt, eine Möglichkeit, die du mit diesem Tank, mit dem klassischen MMO-Rollenspiel-System, Tank, Heiler, DD, Supporter, je nachdem, erreichen könntest. Und es wäre immer noch Diablo. Ja, also ich würde mich auch, da ich vor allem, also am liebsten in MMOs, immer Tank oder Heal spielen und vor allem Heal, würde ich mich persönlich super über ein Diablo 4 mit diesem Holy Trinity System freuen, wobei ich auch jeden verstehe, der mir für diesen Satz den Schädel runterhauen will, weil er einfach sagt, Diablo soll ein reines Hack and Slay bleiben und schleich dich bitte mit deinem Heiler und Supporter-Ding, so ungefähr, würde ich auch verstehen. Nochmal kurz auf die Leaks zu sprechen zu kommen, die es jetzt von Diablo 4 gab. Ihr erinnert euch mit dem Artwork da oder mit dem Artbook, warum sage ich mal Artwork, mit dem Artbook, wurde ja auch des Öfteren diese Lilith, ich hoffe, man spricht die so aus, genannt. Danke, genau. Da wird ja so spekuliert, dass sie so, ja, der Oberbösewicht vielleicht von Diablo 4 sein könnte. Habt ihr darüber schon was gesehen oder was gelesen oder wisst ihr was? Über sie? In kurzen Artikel natürlich in dem Leak ist natürlich das, die Seite von ihr mit einem kleinen Porträt und sowas, so einen kleinen Eintrag über, sag ich mal, das Leben von ihr, wenn man so möchte. Fände ich interessant, tatsächlich. Fände ich sehr, sehr interessant. Ich muss zugeben, vorher selber noch, wenn ich mich nicht irre, von Lilith so gar nichts gehört. Gottes glaube ich, gab, dass ich mich dann vertue irgendwo bei. Entschuldige. Natürlich. Glaube ich, gab es einmal in diesem Pandemonium-Event in Diablo 2. Lese ich auch gerade nur ganz frech ab, weil gut. Ich gerade die Seite im Hintergrund irgendwie offen habe. Aber ich meine, die gab es schon mal in-game tatsächlich. Die Königin der Sukubi, schreiben Sie mal. Ja, dazu. Doch, ich seh gerade ein Bild von ihr dazu aus Diablo 2. Ja, okay. Bisschen weiter runterscrollen, dann hätte man es gesehen. Ja gut, aber wenn du sagst, es war in einem Event und man hat sie nicht wirklich in die Story mit implementiert, dann wäre es ja auch, fänd ich es sehr interessant, auch so einen Charakter einfach mal als neuen Endboss zu nehmen, weil du kannst auch mit ihr eine andere Motivation als Endgegner reinbringen, als jetzt ein Diablo, der den Seelenstein haben will, oder ein Maltael, der dann den Seelenstein haben will, weil alle Übel da drin vereint sind oder sowas. Es wird natürlich irgendwie schon wieder mit darum gehen, keine Frage, weil am Ende von Diablo 3 Reaper of Souls hat man ja gesehen, der Seelenstein ist wieder frei quasi. Beziehungsweise die Übel sind wieder frei, es wird wieder mit darum gehen. Aber für mich ist halt, wie gesagt, diese Option, die man einfach da rausziehen kann, du hast so viele Möglichkeiten eigentlich, wenn du einen ganzen Charakter implementierst, dessen Hintergrund und Motivation noch nicht so bekannt sind in dem Fall. Und fände ich sehr, sehr interessant als Endgegner dann. Perfekt, ja, gebe ich dir vollkommen recht. Ich würde damit das Thema Diablo 4 mal abschließen. Nico, willst du noch irgendwas zu Diablo 4 sagen oder wurde alles gesagt? Alles gut. Alles klar. Dann würde ich mal zu dem nächsten Punkt auf meiner Liste gehen, was auch schon einer der letzten ist und tatsächlich gleich wieder was mit Diablo zu tun hat. Es wäre das Gerücht, dass ein Diablo 2 Remaster erscheinen soll, halte ich auf, oder beziehungsweise, was heißt Gerücht, ist es nicht sogar schon irgendwie announced, dass Diablo 2 Remastered in Planung ist? Hieß es nicht irgendwie nach StarCraft 1 mal, dass, wenn sie damit fertig sind, die haben doch jetzt so ein, ich nenne es mal Classic-Team,
wo irgendwie nach und nach die alten Spiele wieder neu auflegen. Es kommt drauf an, wie tief die Aktie gesunken ist. Ja, genau. Ja. Also, ich glaube, ich habe es auch irgendwann mal gehört. Ja, keine Ahnung, es ist für mich dieselbe Geschichte wie mit WC3, wie mit, weiß ich nicht, StarCraft wurde nicht auch remastered oder sowas? StarCraft 1, ja. Also ein aktuell noch voll funktionierendes Spiel, das auch noch online unterstützt wird, einfach neu aufzusetzen, damit es besser ausschaut. Keine Ahnung. Glaube ich, aber wenn ich da ganz kurz nochmal eingreifen kann. Feeling. Ich glaube, dass Diablo 2 Remastered vor allem ein riesiger Promo-Schachzug für Diablo 4 wird. Und es wird entweder auch relativ nahe zur BlizzCon danach rauskommen, dass halt jeder denkt, boah, geil, Diablo 4, ich bin enthyped und jetzt spiele ich schon mal Diablo 2 Remastered, um mich ein bisschen aufzugeilen. Oder dass Diablo 2 Remastered dann wirklich ein Stückchen vor Diablo 4 kommt, vielleicht ein halbes Jahr. Also wisst ihr, was ich meine? Dass jeder schon mal so ein bisschen auf den Hype-Train noch weiter aufspringen kann. Flo, hast du Lust auf Diablo 2 Remastered oder wie ist du deine Meinung dazu? Ähnlich wie zu Warcraft 3 Remastered, prinzipiell, ja, ich muss sagen, auch ich würde das Geld dafür ausgeben. Diablo 2 persönlich nicht so viel gespielt wie Diablo 3. Mag auch natürlich irgendwie ein Stück weit etwas länger liegen. Ja, ne? Mag auch an meinem Alter liegen in dem Fall. Klar, trotzdem noch irgendwann geholt, getestet, gespielt. Da muss ich sagen, für mich bleibt Diablo Diablo, wie wir es eben auch hatten. Und ich hätte kein Problem mit Diablo 2 Remastered, wobei ich mich tatsächlich eher auf Diablo 4 freuen würde und mich, wenn ich Blizzard wäre, auch eher auf Diablo 4 als auf halt die ganzen Remakes konzentrieren würde. Mhm. Ist für mich jetzt so ein klassisches Nice to Have It. Wird aber wahrscheinlich eher, wenn, wie du sagst, dass sie es so aufbauen, dass man ins Feeling wieder reinkommen soll und dann Diablo 4 tatsächlich zeitverzögert, sag ich mal, wenn man jetzt ein halbes Jahr oder sowas danach rauskommt, dann wird es, wenn Diablo 4 da ist, wahrscheinlich wird Diablo 2 remastered bei mir irgendwann wieder im Battle-Log verstauben quasi. Wobei ich mir auch vorstellen kann, dass Diablo 4 genau aus dem Grund was komplett anderes wie Diablo 2 oder Diablo 3 wird, also nicht komplett anders, aber wirklich krasse Unterschiede zu den Vorgängern hat, dass man sagen kann, oh, ich will wieder das alte Diablo spielen, dann logge ich mich in Diablo 2 Remastered ein. So wisst ihr, was ich meine? Dass Diablo 4 wirklich eher ein MMO ähnelt, mit vielleicht diesem besagten Holy Trinity System. Und wenn man sagt, man will dieses alte Diablo 2 Feeling, man sich dann vielleicht eher wieder in Diablo 3 oder halt in Diablo 2 einloggt. Also könnte ich also mir das vorstellen. Also quasi, dass sie beides so mehr oder weniger miteinander so kombinieren möchten, nur von der reinen Strategie, dass sie allen die Möglichkeit geben, jeder, der richtig Bock auf ein neues Diablo genau. hat, mit auch einem anderen Konzept, was vom Spielgefühl trotzdem Diablo bleibt, denen was zu geben, aber auch denen, wie jetzt auch bei WoW Classic beispielsweise, den Alteingesessenen, die eher der nostalgischen Art angehören, sag ich mal, die Möglichkeit geben, boah, das Neue ist irgendwie nichts für mich, ich will das ganz alte Diablo haben, genau. quasi, in dem Fall. Weißt du, dann kann halt einfach jeder sagen, wenn dir Diablo 4 nicht gefällt, dann spiel halt einfach Diablo 2 Remastered. Das ist doch jetzt genau dasselbe mit, hey, wenn dir Classic zu schwer ist oder nicht zu schwer, ihr wisst, was ich meine, wenn dir Classic nicht gefällt, die Retail spielen. Genau, zum Beispiel. Und das ist ein Totschlagargument. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eine Strategie ist, welche Blizzard nachgehen will. Ich würde das Thema Diablo 2 Remastered aber auch gleich mal wieder zur Seite schieben, weil arg viel mehr gibt es nicht mehr drüber zu sagen. So, also außer Nico, du hast noch einen riesigen Punkt, der einfällt. Naja, nicht wirklich. Und dann auch gleich zum letzten Punkt auf dieser Liste gehen. Eine komplett neue EP, also ein komplett neues Spiel. Meint ihr, dass Blizzard auf der Messe irgendwie sowas wie ein Auto-Chess, jetzt ist doch gerade die Dota Underlords, Nico, du hast das ein bisschen gespielt, oder von Riot, dieses, wie heißt das? TFT. Teamfight Tactics, meinst du?
Genau, dass dort irgendwas im Warcraft-Genre rauskommt, wahrscheinlich auch wieder ein bisschen zu spät oder vielleicht das irgendwie wird auch genau so was wie Heroes of the Storm. Spät, halbscharig, gewürfelt, von jedem etwas und ja, Hauptsache zu spät. überhaupt. Also, aber seid ihr, man bleibt seinen Traditionen doch immer treu, oder? Ja, seid ihr der Meinung? Ich hab's auch gern gespielt, Hotz. Ich hab's auch lang auch dann noch mit dem Flo alleine gespielt, also mit dem anderen Flo. So viele Flos hier. Aber meint ihr wirklich? Weiß ich nicht, ja. Meint ihr, dass auf der BlizzCon eine neue IP wie genau sowas released wird? Oder dass sie vielleicht nur sagen, ja, aber auch nur mobile? Also Blizzard hat so wenige IPs. Ja. Was gibt's denn? Warcraft, Diablo, Starcraft, Overwatch. Overwatch, naja. Ah, doch, ja, noch nicht der letzte Stone. Punkt. Das haben wir ganz vergessen. Vorletzter Punkt, Overwatch. Hearthstone ist WoW, Hotz ist alles von alles zusammen. Klar. Also hast du 4 IPs und Blizzard gibt's seit. Ja. Solange es wie es mich gibt, wahrscheinlich. Ja, schon. Ich glaube länger als mich. Ich glaube, es gibt Blizzard länger als mich. Von schon. 4 IPs auf jeden Fall. Sagen wir mal 30 Jahren. Ich weiß nicht, wann genau sie angefangen haben. Aber. Ja. Also, ich könnte mir. So eine neue IP, die rechnet sich nicht mehr wirklich heutzutage. Du siehst ja nur noch. Remastered, Reforged oder Battle Royals. Battle Royals oder Assassin's Creed 24 mit Call of Duty 78. Dann mit Skyrim auf jeder Konsole, die wird dann mit der PlayStation 5 und mit der neuen Xbox wird auch Skyrim wieder remastered oder neu aufgelegt. Dann hast du jetzt Dark Souls wieder remastered, da kam jetzt, ja, also. Ich weiß es nicht. Es kommt so wenig Neues raus oder es kommt immer noch genauso viel Neues raus, nur wird so viel alter Schrott entweder weitergeführt. Es kommt schon wieder ein neues FIFA. Ja, es kommt jedes Jahr, aber es ist immer derselbe Rotz, weißt du? Okay. Wir schwenken gerade ein bisschen in zu viel. Also ich weiß, was du meinst. Ich verstehe deine Kernaussage, aber kannst du dir nicht vorstellen, dass zum Beispiel sowas wie in Pokémon Go sowas auch im Warcraft-Universum oder haben sie sich da einfach verscherzt mit dem Handymarkt oder wären da zu viele Blizzard-Fanboys? Also wenn sie das machen, dann kannst du jemanden noch Geld dafür zahlen, dass er deine Blizzard-Aktien kauft, das sage ich dir. Okay. Nee, also ich glaube, klar, sie haben mit Diablo, mit Immortals ordentlich auf den Sack gekriegt und ich glaube nicht, dass sie sich das 2 Jahre hintereinander antun wollen. Egal, ob es jetzt wie eine Pokémon Go Art wird oder Richtung Auto-Chess Teamfight Tactics. Auch da natürlich für mich der Hype ist so ein bisschen auch dadurch, vor allem was halt Pokémon Go angeht. Jetzt rein subjektive Meinung, nicht natürlich jetzt nicht für die Allgemeinheit geschworen. Ich kenne genug Leute, die heute noch 2 Stunden am Tag mit dem Handy durch ihre Landschaft rennen für Pokémon Go. Aber wäre, wie auch eben schon gesagt, es wäre zu spät. Und es ist halt einfach auch nicht Blizzard-like in dem Fall. Und ich sag mir da lieber, Schuster, bleib bei deinen Leisten quasi. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie in so eine Richtung gehen. Egal, ob es jetzt mobile oder nicht mobile wäre. Glaube ich nicht dran. Auch nicht auf der BlizzCon. Mhm. Nee, das wäre der letzte Nagel dann im Sarg. In den Sarg, ja. Okay. Also, weil, dann, keine Ahnung, das, also. Ja, also, vorstellen kann ich mir auch nicht. Es würde wieder zu viel Hate provozieren, einfach, glaube ich. Also, ich glaube, dass es kein, also, vielleicht gibt es eine neue IP. Ich könnte mir am ehesten noch so ein Auto-Chess im Sinne von, ja, das ist Dota Underlords vorstellen, das aber auch nur spekuliert. Das wäre das Maximalste, dass sie so machen wie mit Hearthstone. Sie, weiß ich nicht, nehmen eine neue IP von Dota, ein Auto-Chess und ich meine, Dota Underlord hat genau das Gleiche und macht eine Handy-App mit draus, dass du halt sowohl auf dem Handy als auch am Computer spielen kannst. So wie bei Hearthstone, so wie bei Dota Underlord, Underworld, Underlord. Underlords, glaube ich, ja. Ja.
Nee, aber das wäre das Maximalste, was ich mir auch noch eingehen lassen würde. Weil ich habe Dota Underlords auch auf dem Handy, ich glaube, ein- oder zweimal gespielt. Es ist ungewohnt, das tut irgendwann weh, weil der Bildschirm doch recht klein ist, auch wenn ich hier mit einem Note 9 rumlaufe. Und weiß ich nicht, knapp 8 oder 7 Zoll. Aber keine Ahnung, irgendwann wird das Gerät heiß. Hm. Du hängst nur am Akku, draußen kannst du es eh nicht spielen, weil du kein WLAN hast. Und ich sag, wenn du nicht gerade mit deiner Freundin oder so auf der Couch liegst und Fernsehen schaust und sie kein Problem damit hast, dass du das Handy in der Hand hast, dann kannst du mal eine Runde spielen. Aber sonst, bevor ich mich daheim irgendwo hinsetze und am Handy auch nur irgendwas von den drei genannten Spielen spiele, setze ich mich direkt an den Computer und spiele es doch. Ich glaube, genau in dem Moment weißt du dann auch, wenn du es am Handy anfasst, dass du nichts anderes zu tun hast. Kommt erschwerend dazu, ja. Ja, okay, ne? dann schließen wir mal das Thema rund um irgendwie neue IP ab. Ich hätte jetzt aber doch noch eins, was ich irgendwie total vergessen habe. Overwatch 2, da gab es ja auch einen riesigen Leak von diesem bekannten Leaker namens Metro. Der letztes Jahr schon irgendwie Ash auf der BlizzCon geleakt hat davor. Also der hat ja so ein bekanntes Twitter-Profil oder einfach sein Twitter-Profil. Und letztes Jahr hat er einfach rausgehauen, dass es den neuen Hero namens Ash geben wird. Und der hat irgendwie einen Kollegen, der bei Blizzard arbeitet und der ihm diese News zusteckt oder so ähnlich zumindest. Auf jeden Fall hat er Insider-Informationen. Letztes Jahr haben sie ihm noch die wenigsten geglaubt und pam, auf einmal kam Ash. Davor hat er, glaube ich, noch nie was geleakt und dieses Jahr hat er jetzt wieder super viele Informationen zu Overwatch 2 gegeben, dass es eher in die PvE-Richtung gehen soll mit Story und so einem Level-System. Gestern kam noch was, oder hat die Sportzeitschrift, meine ich, ist es, oder Sportsender ESPN noch was geleakt und auch wieder Details rausgehauen. Habt ihr schon was zu Overwatch 2 gehört oder habt ihr irgendwelche Infos, Flo vielleicht? Grundlegend auch natürlich nur das, was die Leaks von oder angeblichen Geschichten von Metro betrifft. Sprich, ja, klassisches Overwatch mit der Option zu PvE, mit Storyline, dass die Fertigkeiten, die du jetzt im normalen Overwatch hast, quasi mehr oder weniger durchs Spielen freischaltest und auch modifizieren kannst, also sprich wie so ein Talentesystem, sage ich mal in dem Fall. Ich muss dazu sagen, bei Overwatch bin ich überhaupt kein Experte, was das Fach angeht, was das Spiel an sich angeht. Selber nie gespielt, nie geholt. Kannst du nur. Ich kenne natürlich Overwatch an sich und es wird irgendwie wird es fortgesetzt, weil das ist für mich auch einfach Blizzard, weil sie auch wenn es krampfhaft wirkt, je nachdem, werden sie diese Dinge weiter fortsetzen und das blieb auch bei Overwatch, bleibt es halt einfach nicht aus und mit einem Story-Mode für PvE vielleicht auch, was du dann mit deinen Freunden so spielen kannst, also sag ich mal so ein bisschen in Richtung Borderlands vom reinen Spielgefühl her, wie man das dann macht, nur halt im bekannten Overwatch-Universum. Ja, why not, oder? Also, haben sich auch super viele gewünscht. Also ich hab richtig viel Overwatch gespielt, bis zum Rang Master hoch oder sogar fast Grandmaster sogar. Und dort gab es zu Halloween und zu ein paar anderen Jahreszeiten, nenne ich es mal, immer mal wieder so PvE-Events, wo du dann wirklich für 2 oder 3 Wochen PvE-Events spielen konntest. Also wirklich mit deinen. Wann warst du Master? Sogar Grandmaster fast. Reinhard, man. Sorry, ja. Alles gut. Kann ich dir später sogar noch Screenshots zeigen, Kollege Schmalfuß. Aber ja, anderes Thema. Auf jeden Fall gab es halt in Overwatch 2, sag ich schon, das hast du mich voll rausgebracht, du Arsch. In Overwatch gab es halt immer wieder so kleinere PvE-Events, wo jeder Fan von war und mich hat schon immer gewundert, warum Blizzard da nicht mehr macht. Warum gibt es nur einmal alle 3 Monate ein PvE-Event und das verschwindet dann wieder. Weil es Lootboxen gibt. Ja, die wird es auch weiterhin geben. Auf jeden Fall. Und die Leute würden es nicht durchgehend kaufen, wenn es durchgehend das gleiche Zeug gibt. Deswegen wurde es zu jedem Halloween, Sommer, bla bla bla, immer gab es Skins und Lootboxen und ja,
ich habe auch irgendwann mal auf meine Blizzard-Abrechnung über die Jahre geschaut und habe mich, weiß ich nicht, gewundert, wieso ich so wenig Geld da rein investiert habe. Investieren, ich habe ja nichts zurückbekommen. Nee, ich habe da Geld. Ich habe da schon relativ, ich habe da, also tatsächlich, weil ich das Spiel aber auch unterstützen wollte, zu jedem Event mir mindestens für 10 Euro oder für 15 sogar Lootboxen gekauft, weil ich schon irgendwie cool fand und ja, weil ich es halt auch echt aktiv gespielt habe. Wie gesagt, relativ, also für meine Verhältnisse hoch. Mir hat es unendlich Spaß gemacht tatsächlich. Also Overwatch hat mich ein Jahr gefesselt. Was stellt ihr euch vor? Ist jetzt vielleicht für dich ein bisschen blöd, Flo, weil du jetzt nie so in einem Spiel drin warst. Aber wie könnt ihr euch Overwatch 2 vorstellen? Meint ihr wirklich eher PvE-Kampagnen oder gibt's PvP da noch? Oder wie ist ganz so eure einfachen, anständigen Shooter, wie sie früher auch waren. Story wird sich, ja, Overwatch-Story, um Gottes Willen. Ist genauso wie mit Diablo. Ist auch immer dieselbe Story im Prinzip oder im selben Universum. Dann, wie es sich früher gehört hat, du hast eine Kampagne. Die kannst du, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Stunden von mir aus zocken. Da kannst du sie in verschiedenen Schwierigkeitsgraden vielleicht zu einem Shooter mit Level-System, glaube ich nicht, dass es passt. Aber ja, du spielst die Kampagne mit verschiedenen Charakteren, musst verschiedene Aufgaben machen oder du kannst wie in, ja, oder so eine Art Arcade-Modus, wie es in Tekken früher gab, dass du einen Charakter nimmst und immer von Level zu Level und mehr Gegner und sowas in die Richtung. Aber das soll ja schon auch mit Freunden sein. Entschuldige, aber das soll ja auch mit, sie schreiben ja auf jeden Fall. Aber das kann doch Blizzard. Ich meine, das ist doch dann auch wie bei Diablo. Kannst du auch bei Diablo zu zweit. Ja, Logo. Dann wären halt die Gegner stärker. Ich glaube, genau das System haben sie ja schon in der Hinterhand. Weißt du? Das heißt nicht, dass wenn du dann zu zweit spielst, kommt zwei anstatt einem Mob, sondern der zweite Mob hat dann eineinhalb mal so viel HP oder sowas. Ja. Auf sowas wird es hinauslaufen. Und ja, dann kannst du die Story spielen in, weiß ich nicht, 18 verschiedenen Qualmodusen oder was auch immer. Oder Schwierigkeitsgraden. Und dann hast du wieder die PvP-Seite. Und das ist dann einfach Overwatch 1 mit implementiert. So ungefähr. Mhm. Ich sehe es tatsächlich, auch wenn ich natürlich nicht ganz so die Expertise für Overwatch habe, anders. Nicht nur aufgrund der Leaks und sowas alles, sondern klar, es wird PvP weiterhin geben. Also sie werden das System aus Overwatch 1 in dem Fall übernehmen. Aber ich glaube, den Modus, den sie da im PvE einführen werden, sofern er natürlich da ist, sehe ich anders. Klar, irgendwie Kampagne kann man es immer nennen. Aber ich glaube, sie werden da ein bisschen eher das Augenmerk aufs Teamspiel mit drauflegen, anstatt zu sagen, so hier baller dich mit 18 verschiedenen Modis und Charakteren durch die Landschaft und hast hier mal ein paar Schnipsel oder hier ein paar Rendersequenzen. Ich glaube, sie werden es anders angehen. Also wie gesagt, schon vielleicht so ein bisschen Richtung Borderlands quasi mit den Fertigkeiten ein bisschen platter, sage ich jetzt mal, weil ich glaube, so viel gibt Overwatch Story-technisch jetzt auch nicht unbedingt her. Korrigiert mich, falls ihr das anders seht, oder? Aber Fähigkeiten, ja, doch. Bin ich relativ. Ich meine, klar, du kannst was einführen wie Hit, dass du sagst, der McCree levelt dann irgendwann, hat 1% Hit, dann 2% Hit, dann 3% Hit. Ja. Aber das wäre einfach, weiß ich nicht, dann zu klein kariert. Also es soll ja wirklich so eine Art Fähigkeitenbaum geben. Es wurde ja von diesem Styloser ja schon was geleakt, wo man sich dann bei Level 1, bei Level 10 und bei Level 20, was auf diesem geleakten Bild, dann immer für zwei Fähigkeiten entscheiden konnte. Oder man hat einfach beide bekommen, das weiß ich gerade nicht. Und zudem hat der ja auch gesagt, es gibt diesen Spielmodus namens Push, wo wieder PvP ist und der spielt aber bis jetzt irgendwie nur auf einer kanadischen Stadt oder irgendwie sowas. Also ich glaube schon, dass es dann wieder beides gibt und wie du auch schon sagst, Flo, ich glaube, dass dieser PvE aka Story-Modus schon eher so was wie Borderlands oder vielleicht irgendwie sowas wie Left 4 Dead, so wisst ihr, was ich meine, auch wie du meintest, so teambasierend werden kann. Ich
bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich würde das Ganze jetzt aber mal, weil wir schon über, also bei einer Stunde oder besser gesagt schon über einer Stunde sind, das Ganze mal so langsam beenden. Außer ihr wollt gerade noch irgendwas Krasses zu Overwatch 2 oder dem Leak oder den Gerüchten dazu loswerden. Hm. Nein, aber nicht sonst wirklich. Ihr habt dazu alles gesagt, was meine Vermutung natürlich ist, was sein kann. Im Endeffekt werden wir das meiste hoffentlich natürlich kommenden Freitag erfahren. Einfach natürlich mal reinschalten. Deswegen, also wann ist die für mich ist es immer irgendwie so eine Wundertüte, sage ich mal, was das angeht. Die BlizzCon ist für mich irgendwie eine Wundertüte. Ja. Man weiß nie, was man kriegt. Richtig. Wir können ja, ich würde sagen, wir schauen uns einfach mal, wie dieses Video hier ankommt. Wenn es überhaupt Leute bis hierhin geguckt haben, dann schreibt mal in die Kommentare rein. Ich war dabei, so ungefähr. Und wenn das Video relativ gut ankommt, dann können wir schauen, ob wir so ein, oder ob wir an einem Tag danach oder wann wir dann nochmal Zeit haben, vielleicht da sogar in der Blizzard-Nacht direkt noch so ein, was kam wirklich und unsere Meinung dazu dann nochmal raushauen. Ich würde aber sagen, wir belassen das Ganze jetzt einfach mal und ja, die letzten Worte gehören einfach euch. Nico, hau du mal raus. Wenn du noch was sagen willst, mach Werbung für dich zum Beispiel. Werbung für mich? Ich hab dir doch eh schon alle rübergezogen. Toll. Nee, um Gottes Willen. Ja, können wir gern wieder machen. Auch wenn ich so der, ja, wie sagt man, nicht der am Boden gebliebene bin, sondern auch nicht der negative. Na, mir fällt das Wort nicht ein. Pessimist? Ja, auch nicht Pessimist, das ist falsch. Ja, du hast halt eine gewisse Skepsis. Oder kann man das so beschreiben? Nee, auch nicht Skepsis. Ich lasse mich schon gerne mit hypen, aber ich sehe das alles doch realistischer als. Du bist ein Realist in dem Fall. Ja, okay, aber ist ja auch schön, dann einen Realisten in der Runde zu haben. Ja. Und ich weiß nicht, ich habe es viel erwähnt oder öfters erwähnt und ihr müsst auch immer tatsächlich überall den wirtschaftlichen Aspekt mitsehen, auch wenn das jetzt keiner hören will, das ist mir schon klar. La 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 la, Diablo 4, la 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 la, Overwatch 2 und bis aber zum nächsten Mal, meine Freunde. Genau, wenn du das irgendwo im Hinterkopf, dann kannst du dir auch irgendwo so die nächsten Schritte herleiten, was passieren wird. Ich meine, wie gesagt, zwei Entwicklerteams werden sie sich kaum leisten. Das Classic-Team, was sie jetzt haben, ist mit Diablo beschäftigt, mit Warcraft beschäftigt. Also, ja. Und von daher sehen wir uns live, weil der Manu hat ja nur ein Radiogesicht. Bleibt mir nichts anderes übrig, als zu streamen. Deswegen mache ich YouTube ohne Webcam. Radiogesicht. Schaut's vorbei. Schaut die Streams der Mana-Crew. Ne? Richtig. Genau. Immer schön. Jeden Sonntag, jeden Montag und jeden Mittwoch so ungefähr, oder? Streamt der gute Flix. Und dazwischen auch. Und dazwischen auch. So, wenn es besondere Ereignisse gibt, jo. So leicht ist der und schmeckt fantastisch. Oder wie geht das? Ist ja wurscht. Auf jeden Fall schaut beim. Nicht, wenn wir richtig Glück haben, sehen wir uns sogar am Samstag in MC. Aber das kann ich halt noch nicht bestätigen. Genau, also schaut beim guten Flickrad, unserem Troll, Magier und auch Gildengründer. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch und kein Troll. Schaut bei dem auf jeden Fall mal bei Twitch vorbei, der streamt alles. Ich bin auch immer mit drin. Der streamt eigentlich so gut wie jeden Raid, wenn er dabei ist. Und die letzten Worte gehen an unseren Raid-Leiter oder auch Offizier der Gilde Mana Crew, den guten alten Flo. Ja, für mich gerne wieder, hat mega viel Spaß gemacht, einfach so mal frei heraus Gedanken natürlich in die Richtungen auszutauschen. Wie gesagt, guckt die Streams und Videos der beiden Gildengründer auf jeden Fall. Beim Stream dürft ihr euch wegen der Facecam nicht erschrecken, da gewöhnt man sich irgendwann dran. Aber ansonsten doch Quality Content wie immer. Perfekt. Daher sehr viel Spaß gemacht. Ja, cool. Also wie gesagt, danke, dass ihr dabei wart und dann hören wir uns, würde ich einfach sagen, vielleicht ja direkt nach der Discord. Bartizani. Dann hören wir uns direkt nach der BlizzCon und vielleicht können wir daher schon über ein aktuelles Diablo 4 oder vielleicht ja sogar ein Classic Plus oder TBC unterhalten, was ich nicht glaube. Aber wir hören uns auf jeden Fall dann zum nächsten Classic Talk. Habt eine gute Zeit. Bis dann. Ciao, ciao.